besprechen wir das Ganze jetzt bei uns im Studio mit Michael Roth von der SPD. Er ist der Vorsitzende vom Auswärtigen Ausschuss. Schönen guten Morgen, herzlich willkommen bei uns. Guten Morgen, Frau Weidenfels. Kanzler Scholz hat gestern vor Abflug Richtung Washington noch einmal betont, man müsse jetzt Richtung Putin das Signal senden, dass die Unterstützung aus dem Westen nicht bröckelt. Ist das möglicherweise auch deswegen nötig, weil es eben doch im Westen mittlerweile gewisse Abstumpfungserscheinungen gibt? Ja, die gibt es. Der Trumpismus breitet sich aus. Das Gift von Donald Trump wirkt unter anderem in den USA. Die USA sind der mit weitem Abstand wichtigste Verbündete der Ukraine. Die USA haben maßgeblich mit Biden an der Spitze dazu beigetragen, dass die Ukraine diesen Freiheitskampf zu bestehen vermag. Und wenn die USA ausfallen sollte, wird das ganz, ganz schwierig. Die Lage ist beschissen, aber nicht hoffnungslos. Wenn wir Europäerinnen und Europäer jetzt das kompensieren, was von der USA wahrscheinlich nicht mehr kommt. Mehr Waffen, schneller liefern, auf dem Weltmarkt einkaufen, nicht mehr allein auf die europäische Rüstungsindustrie setzen. Okay, dann gehen wir diese Schritte noch mal ganz kurz durch, ein bisschen genauer. Also einen Schritt zurück, noch mal zu den USA. Für wie wahrscheinlich halten Sie es denn, dass da kein Geld fließt, weil die Blockade eben weiter bestehen bleibt? Der amerikanische Präsident kämpft ja seit Monaten tapfer, um eine Mehrheit zu bilden. Aber ich habe den Eindruck, dass das inzwischen so ideologisiert ist, dass Sicherheitsfragen der USA gar nicht mehr die Rolle spielen, sondern dass es nur darum geht, Unheil zu stiften, für Unruhe in Washington und in Amerika zu sorgen, vor allem auch einen Spaltpilz größer werden zu lassen zwischen Europa und den USA. Und dahinter steht natürlich Donald Trump und seine furchtbare Ideologie. Jetzt hat sich die EU ja nach sehr langem Gezerre auf 50 Milliarden Wirtschaftshilfen geeinigt. Wenn das aus den USA die Unterstützung wegbricht, dann wird das ja nicht reichen. Das können wir ja nicht kompensieren. Was passiert dann? Das reicht bei weitem nicht. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wir nehmen das Modell, was wir schon mal mit Erfolg gefahren haben, als wir die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Pandemie gemeinsam in Europa bekämpft haben, mit einem gemeinsamen Fonds, dass wir so etwas wieder auflegen, schuldenfinanziert, weil das wird die Möglichkeiten der EU bei weitem übersteigen. Und wir werden mit diesen Mitteln dann schnell das einkaufen, was die Ukraine braucht, und wir werden damit auch den Wiederaufbau der Ukraine zu finanzieren haben. Und wenn das nicht funktioniert, brauchen wir eine Koalition der ukrainischen Solidarität, dass europäische Staaten, die deutlich mehr liefern wollen und mehr tun wollen und müssen, sich zusammenschließen. Vielleicht noch mal ganz kurz der Blick darauf, dass Scholz auch Vertreter des US-Kongresses ja getroffen hat, also beider Parteien. Kann der deutsche Bundeskanzler da irgendwas bewirken? Also der Bundeskanzler ist sicherlich ein Meister in der argumentativen Druckbetankung. Ob es am Ende was hilft bei, wie gesagt, Fragen, die sehr stark von Ideologie und nicht von guten Argumenten geprägt sind, weiß ich nicht. Ein Versuch ist es allemal wert. Dann der Blick nach vorn auf die anstehenden US-Präsidentschaftswahlen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Donald Trump wieder Präsident wird. Dann wird es mit der Hilfe noch wackeliger, aber auch mit unserer Partnerschaft, was die NATO angeht. Was würde das für uns bedeuten, wenn das auf der Kippe steht? Das wäre dann, um es mal positiv zu formulieren, die zweite Zeitenwende. Dann werden wir in Europa aus der kuscheligen Wolldecke der USA befreit, im wahrsten Sinne des Wortes, und werden uns selbst um unsere eigene Sicherheit und Verteidigung in Europa zu kümmern haben. Das wird sehr viel Geld, sehr viel Kraft kosten, aber es bleibt uns am Ende des Tages nichts anderes übrig. Also Sie sagen, es geht dann um mehr Eigenverantwortung der Europäer. Dazu gehört natürlich auch, dass Deutschland das abgemachte 2-Prozent-Ziel der NATO einhält. Also ein Puzzleteil von vielen, bedeutet eben 2% des Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung auszugeben. Wenn man davon ausgeht, dass 2028 das Sondervermögen für die Bundeswehr aufgebraucht ist, wie soll das dann funktionieren? Frau Weidenfels, wenn Trump wirklich die Bündnisverpflichtung in der NATO aufkündigen sollte, dann reden wir nicht mehr über 100 Milliarden Euro Sondervermögen. Dann reden wir auch nicht mehr über 2% Wirtschaftsleistung, die wir dann in unsere eigene Verteidigung und in die Bündnisfähigkeit der NATO investieren. Dann werden wir deutlich mehr Geld investieren müssen. Nicht nur wir in Deutschland, sondern auch und vor allem unsere europäischen Partner. Michael Roth war das, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses von der SPD. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Danke Ihnen.